Ich will auch mit einer ökologischen Produktion letztendlich Geld verdienen und ich brauche Kunden, die das kaufen. Die Budgets sind in 2009 und in der Konsequenz auch 2010 drastisch reduziert worden. Die Leistung, die ich heute für Produktion ausgebe, kriege ich günstiger als im Vergleich zu 2009, 2008. Die Aggressivität geht dahin, eben Volumen zu bekommen. Wenn der Markt, um das Volumen zu generieren, bei mir nicht mehr ausreicht, dann dringe ich in andere Märkte ein, logischerweise. Jetzt brauchen Sie Ihren Nachbarn nicht böse angucken, dass der das macht, Sie machen das auch. Wenn die Preise immer weiter nach unten gehen und ich noch eine Chance haben möchte, mit zusätzlichen Attributen landen zu können, komme ich an dem Thema Prozessoptimierung sowieso nicht vorbei. Das hat überhaupt nichts mit Ökologie zu tun. Das ist reine Betriebswirtschaft und Marktbetrachtung. Ich kann über Prozessoptimierung nicht reden, wenn ich nicht gleichzeitig eben die Kette beurteile von meinen Lieferanten, aber auch von den Kunden. Was kann ich an Ressourcen vermeiden, wenn ich meine Prozesse optimiere? Im Durchschnitt ist das Handlungspotenzial im Rahmen der Prozessoptimierung immens. Zwischen 10% und 30% mehr Produktivität durch Automatisierung. Die Werkzeuge sind oftmals in den Betrieben vorhanden, die Technologien auch. Es geht darum, wie man sie nutzt. Ich denke, oder ich hoffe zumindest, aufgezeigt zu haben, dass Prozessoptimierung zwanghaft auf der einen Seite in Richtung Marktmechanismen verknüpft ist und andererseits in Richtung Ressourcenschonung. Das eine ist, dass man schnell einig darüber ist, was das Thema Prozessoptimierung kann und ist, aber mit der Umsetzung sich schwer tut, weil das Prozessverständnis nicht da ist. Erfassen, optimieren, dann standardisieren und dann automatisieren. Das ist eine zwanghafte Handlungskette, die Ihnen sozusagen in Fleisch und Blut übergegangen sein muss. Umsetzungserfolg kann ich nur erreichen, wenn ich das in meinen Führungsprinzipien auch entsprechend berücksichtigt habe. Leistungsfähige Betriebe, und die haben wir im IAD so als Zusammenschluss, optimieren ihre Prozesse pro Jahr so in der Größenordnung zwischen 4% und 5%. Ansonsten könnte man ja auch die Renditen, die erforderlich sind, am Markt gar nicht mehr erwirtschaften. Das heißt also, wenn Sie über Prozessoptimierung reden, muss eigentlich das Thema 5+X heißen. Wir können das Thema Nachhaltigkeit nicht diskutieren, wenn wir nicht uns darüber einig sind, dass Prozesse zwanghaft verbessert werden müssen. Und dazu brauche ich Qualifikation. Ich brauche keine Leute, die Prozesse nur nachvollziehen. Ich brauche Leute, die Prozesse beherrschen.